Willkommen zurück zu Let's Play Nino Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Wir müssen jetzt zum Goldhain, um nach Al-Kuwait zu kommen. Da sollen wir uns durchschlagen, so steht es auf jeden Fall oben. Ich habe soweit alle Nebenmissionen erledigt. Wir haben jetzt auch die Schuhe, mit denen wir leicht springen können. Ihr seht, mit der Kreistaste ist zwar nicht viel, was er springen kann, aber einiges ist es auf jeden Fall. Wir gehen weiter. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass einige Gegner jetzt, wenn sie uns sehen, nicht mehr auf uns zurennen. Du, gut, der hier hat jetzt getan. Schlechtes Beispiel. Aber sie rennen tatsächlich von uns weg. Hier, ihr seht's. Ich vermute, das hat das mit dem Level zu tun. Also, dass die sehen, dass wir zu stark sind und deshalb fliehen. Und wir nicht dann dadurch in unnötige Kämpfe verwickelt werden, die wir dann eh gewinnen würden. Hier vorne scheint der Eingang zum Goldhain zu sein. Wunderbar. Wir betreten ihn doch mal. Da wären wir, der Goldhain. Wir machen bloß einen kurzen Spaziergang durch diesen Wald und sind im Handumdrehen in der Wüste. Schick. Junge, Junge, was für riesige Pilze. Das ist alles ganz anders als im finsteren Wald. Da hast du recht, Olli. Hier ist eine ganz andere Art von Wald. Ist eine ganz andere, genau. Nichts für ungut, alter Eichenhaini, aber der Boden hier ist einfach besser. Ziemlich fruchtbar hier. Die Bäume biegen sich das ganze Jahr lang vor Früchten und Nüssen. Deshalb nennen sie ihn auch Forst der Fülle, verstanden? Der Forst der Fülle? Ah, war lang nicht mehr hier. Da kommen Erinnerungen hoch. In diesem Wald wimmelt's von Feen. Soll ich die Jungs mal rufen? Ja, bitte, Tröpfchen. Oi. Hey, Jungs. Jemand da? Ich bin's, Tröpfchen. Keiner zu Hause. Was? Kein Empfangskomitee? Für den großen Großfürsten der Feen? Irgendwas ist hier faul, Junge. Keine Feen im Dorf und keine im Wald. Was ist mit denen bloß passiert? Vielleicht sollten wir tiefer in den Wald rein. Vielleicht finden wir dort mehr heraus. Nu, liegt eher auf dem Weg. Ziehen wir weiter Richtung Al-Kuwait und schauen wir mal, was Sache ist, oder? Okay, Junge, ich hoffe echt, dass wir ein paar von deinen Feenfreunden treffen, Tröpfchen. Bin ich auch mal gespannt. Durchqueren den Goldhain. Okay, das ist nach wie vor die gleiche Mission. Ja, man sieht, es ist wirklich eine ganz andere Welt, also im Vergleich zum finsteren Wald. Ah, die Gegner. Oh Gott. Hab ich gerade eben nicht gesehen. Okay, wir kämpfen mit Wichtel. Verdammt. Der erste ist erledigt. Wir sind vergiftet, wie es aussieht. Ja, wir sind vergiftet. Das ist blöd. Sehr gut. Ah, einiges an Schaden bekommen. Mal schauen, wie viele Erfahrungspunkte die Gegner hier geben. Hm, 32 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Jetzt die Frage, ist Wichtel... Nee, nicht mehr vergiftet, aber wir haben auch einiges an HP verloren. Ach, da vorne ist noch eine Kiste. Die nehmen wir glatt mit. Ein Sandwich erhalten. Sehr gut. Oh, noch ein Gegner. Upp, weg von mir. Okay, der Gegner hat die Oberhand, klar. Aber fliegen können wir trotzdem. Au, das war hart. So, wir rufen wieder Wichtel. Die Gegner machen Schaden. Das ist nicht gut.
So, nochmal Wichtel rein. Nein, fuck. Wichtel rein. Und den nächsten Gegner. Oh, Energie. Treffschneid Energie fallen lassen. Erstmal aufheben und dann den Gegner töten. Ja, geben alle so um die 30 Erfahrungspunkte hier. Weiches Leder erhalten. Aha. Okay, es geht einmal da lang und einmal geradeaus. Gehen wir erstmal hier lang. Ah, ne, da ist das Ziel. Oh, da will ich nicht lang. Erstmal alles erkunden. Oh. Schade. Da kommen wir nicht drüber. Dann war es das wohl mit dem Erkunden. Gehen wir mal direkt weiter. Diese riesigen Pilze sind im Weg, Tröpfchen. Was sollen wir tun? Was für eine Frage ist das denn? Draufhüpfen natürlich. Hä? Aber gehen die da nicht kaputt? Nee, Mann. Um diese prächtigen Pilze klein zu kriegen, brauchst du schon mehr als so eine halbe Portion wie dich. Keine Sorge. Ich hoffe, du hast recht. Wir haben ja auch keine andere Wahl, oder? Yay, es funktioniert. Cool. So, einmal nach rechts. Oder geradeaus. Es scheint ein größeres Gebiet hier zu sein. Gegen dich kämpfen wir. So, der erste ist erledigt. Aber wir können auch mitten im Kampf springen, so im Übrigen. Sehr gut, hat von der Ausdauer her zum Glück noch gereicht. Türkischer Honig noch erhalten. Okay. Da scheint es einmal rüber zu gehen. Machen wir doch mal. Hier ist nichts. Moment. Okay, Medium geht nicht. Strange. Wenigstens eine Kiste oder sowas hätte ich jetzt hier vermutet, aber okay. Dann gehen wir weiter. Noch ein Gegner. Es scheint hier sogar richtig zu sein, den Weg, den wir gerade gehen. Dann laufen wir wahrscheinlich erstmal zurück. Sehr schön. Ja, Wichtel ist schon sehr stark. Für seine Größe. Sehr gut. Ein Level Up. Erstmal gucken. Ich glaube, hier geht es wirklich weiter. Gehen wir erstmal wieder zurück. Weil da waren noch einiges an Wege. Ja, und die Gegner sind natürlich wieder gespawnt. Ja, dann kämpfen wir. Wieder nur einer, das geht. Okay.
Ich muss uns wieder heilen. Es sei denn, wir bekommen bald ein Level Up. Ich hoffe mal, das reicht noch. Obwohl doch, ich heil, weil mit einem Level Up regeneriert sich ja eh wieder die MP. Und so viel verbraucht Lin an der Hand zum Glück nicht. Okay, gehen wir doch erstmal hier lang. Das war's schon. Reicht das für ein Level Up? Ja, also für Wichtel auf jeden Fall. Schmetterschlag hat er erlernt. Ah, jetzt war die Ausrüstung. Nein, das war auch nicht hier. Oh, verdammt. Ah, hier Tricks. Schnitter und Sandstreuer. Sandstreuer würde ich sagen, machen wir raus, machen dafür Schmetterschlag rein. Okay, da geht's nochmal hoch. Was finden wir hier? Oh! Wer oder was ist das denn? Bestienfänge, okay. Hier. Plus 2 Schwertangriff. Ich kann auch er hier nehmen. Na komm, gehen wir es, Oliver. So. Wer oder was bist du? Olliman, das ist ein verdammter Roboter. Sieht aus, als ob er, als ob der hier schon eine Weile rumliegt. Na, der wird uns garantiert nicht durch den Wald helfen. Lass ihn erstmal liegen, okay? Hm. Die Frage, ob wir zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht einen Zauber besitzen oder sonstiges, um den zum Leben zu erwecken. Wieder ein Gegner. Und er rennt von uns weg. Oh, verdammt. Ich muss eigentlich von hinten an den ran. Was bist du denn? Spinnerte Spinne. Was denn auch sonst? Wir sagen, Oliver kämpft. Oh, verdammt. Eiseskälte. Probieren wir das mal. Oh, macht einiges an Schaden. Und erledigt. Eiseskälte ist ein cooler Zauber. Ich habe jetzt bewusst mit Oliver gekämpft, einfach weil wir unser Level-Up hier haben. Danach. Etwas unterschätzt mit Erfahrungspunkten, ist aber okay. Durfte Oliver halt auch einmal kämpfen. Ich finde den Goldhain wirklich cool gemacht. Verdammt. Er hat uns doch gesehen. Hm. Wichtel darf kämpfen. Und das war's. Die Energie mitnehmen. Ach, null. Wir sind schon, haben schon voll HP. Aber das bedeutet das Level Up für Oliver. 7 LP, 8 MP. Das ist doch in Ordnung. Ja, lauf. So, da scheint es weiter zu gehen. Gehen wir erstmal hier lang. Bist du denn? Ein kleines Schwein. Aha. Die Frage. Shit. Okay. Ohne Essenz.
Wow. Sieht aus, als hätte das eh alles und jeden getötet, der da gewesen wäre. Geil. Das werden wir jetzt hier finden. Wenn das nicht doch unerhofft der richtige Weg ist. Nein, ist es nicht, aber eine Truhe. Ein Sandwich. Das war's, ja, das war's. Gut, dann wieder zurück. Nochmal so ein kleiner Gegner. Oh, der will kämpfen. Gut. So, wichtel da wieder ran. Macht ja auch mehr als genug Schaden und bekommt ja nur einen. Verliert nur ein. Verliert nur ein LP. Oder zwei, aber dafür bekommen wir wieder einiges zurück. Auch wieder zwei Wege. War doch klar, dass die Spinne irgendwas bewacht. Ich würde sagen, Wichtel darf jetzt mal alleine gegen die Spinne ran. Oh, tolle Rolle. Oh, verlieren wir nur 2 HP. Also die Spinne hat aber auch einiges an HP, wie ich gerade sehe. Und erledigt. Also man hat hier nicht so den typischen HP-Mangel, den man normalerweise hat in anderen Spielen. Man findet ja immer wieder die LP-Kugeln, die MP-Kugeln. Und von daher ist es schon recht ausgeglichen. Man hat nicht die gewohnten Tränke oder sonstiges. Gehen wir erstmal nach unten. Auf dem Pilz hat sich hat sich's ausgehüpft. Wir müssen nach einem anderen Weg suchen. Ah, okay.